Ja, Marc hat einen sensationellen Job gemacht und hat sich selbst von dem Audi nicht vom Weg abbringen lassen, aufs Gentleman Podium Group zu fahren, und hat mir das Auto in einer sehr guten Position übergeben. Und ich habe dann nochmal kurz mich mit der Corvette und dem Camaro unterhalten, und wir haben dann entschieden, dass wir aufs Podium gehen. Ja, Carsten. Carsten ist den Tränen nahe, glaube ich. Also ich hatte mir Gentleman immer anders vorgestellt, aber egal. Ja, nächstes Mal kannst du ja fahren. Ne? Und wir stehen am Kommandostand. Ich kann das auch. Ja, ich weiß. Deswegen. Aber alle haben uns doof angeguckt, gerade vor der Siegerehrung, warum wir Gentlemen sind. Aber ist ja jeder so, wie er sich fühlt, sage ich mal. Ja, ich denke, man sieht dem Florian noch an. Das ist einer seiner größten Erfolge. Der Gentleman-Sieg Ich ist. habe Bathurst gewonnen. Ich denke, das kann man schon noch über Bathurst einstufen, oder? Also, nee, können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein, so wie es jetzt gelaufen ist. Neunter der Gesamtwertung. Guter Job vom Flo natürlich. So wie man es gewonnen ist. Fürs erste Rennen, super Job. Und ich glaube, wir sind alle sehr glücklich. Marc mit Sicherheit über sein erstes Podium. Ich bin sehr happy, dass wir das hier erreicht haben, Top 10 hier zu fahren. Auf einer schwierigen Strecke für uns. Und wir schauen natürlich, dass wir für morgen uns vielleicht noch ein bisschen verbessern können, und hoffen, dass Marc dann nochmal aufs Podium gehen kann. Ist mit Carsten zusammen. Ist definitiv eine gute Basis von hier aus jetzt, sich zu verbessern. Also nicht schlecht von Anfang. Und wir danken natürlich Wulfi, der uns super Ja. gecoacht hat. Aber immer vom Feinsten. Ja. Okay. Ja, dann Mama, Papa, ich liebe euch. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.